Herzlich willkommen zurück bei Alien Rage. We'll have to find an alternate route to the docking tower. Stand by. Schematics are all in Voris, since they were the ones handling manufacturing. Okay. Alles klar. Oh, jetzt haben wir doch so ein Licht. So ein Lichtschirm. Geht's ja wieder ab. Müssen noch aufpassen, die Waffe überhitzt auch. Ich glaube. Ah ja, wir müssen ja wieder alles einsammeln. Weil das Game ja. Wenn du den Spielstand ladest. Ich glaube, der ist tot, oder? Ja. Was ist denn das? Ah, das ist so ein Sitz, okay. Ah, da unten kann man auch noch was mitnehmen, sehr schön. Ah, jetzt sind wir voll, okay. Gut. Da ist nix, da ist auch nix, da geht's sowieso nicht weiter. Also mal schauen, ob ich das heute schaffe durchzuspielen. Ich meine, es sind noch 7 Level. Aber das wäre natürlich sehr schön. Okay. Also den Bonus, da muss man echt schon sehr, sehr blind spielen, damit man den nicht findet. Rusty piece of shit. Just do a manual override from the console. Save your explosives. Gute Idee, dass wir unseren Sprengstoff sparen. Hä? Das hat sich vorher, das ist vorher festgesteckt. Und wir können es trotzdem ganz normal öffnen. Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es mit den Fingern versucht aufzumachen. Waren das alle? Ich glaube schon, oder? Ja, die lassen wieder ihre berüchtigte Sniper fallen. Das ist irgendwie interessant. Dass sie dann auch so durchsichtig sind. Wenn du sie halt während ihrem... Wie sagt man? Camouflagigkeit? Oder während ihres Camouflage? Ich weiß nicht, gibt es das Wort Camouflagigkeit? Klingt voll schräg, ich glaube eher nicht. Found my mouse hole yet? That mothership is damn well impenetrable from what I can see. Mailing yourself in a box is about the only thing I can think of right now. This guy one? He's hiding himself under a cardboard box and walks around the base. Dude, you stinkers, man. True story. Keep looking. Docking stabilizers on the hill. Warum trifft mich das? Ich war doch hinter der Mauer. Aber okay. So, der ist weg. Ah. Ui. Oh, der lebt noch. So, schnell nachladen. Das waren nicht alle, oder? Nein, die Tür ist zu. Die Tür zu ist, finde ich, gar nicht gut. Okay, Muni ist leer. Warum habe ich die mit? Piss dich. Eieiei, das ist wieder so ein schwerer. Sehr gut. Wir haben ihn erledigt. Ich glaube, die meisten Erfahrungspunkte kriegt man, wenn man einfach mit Nahkampfangriffen, Sprengstoffen und so arbeitet. Aber der Typ dafür bin ich halt überhaupt nicht. Ja, man hätte sich auch da so ein bisschen verkriechen können, okay. Da ist nix.
das Headset hat. Also, ich sag immer Headset. Weil ich halt eigentlich immer ohne Mikrofon spiele. Aber da auch, dass ich aufnehme, nehme ich halt natürlich mein besseres Mikrofon und nicht die. Und nicht das Headset, wo ich meine früheren Aufnahmen gemacht habe, die teilweise sehr übersteuert waren. Die nehmen wir fix mit, auf jeden Fall. Da ist nix, da ist auch nix. Okay, alles klar. Dann. Da kommen wir rein, das ist sehr interessant, aber. Ist gar nichts. Gut. Dann ab mal nach oben klettern. Ich weiß nicht, nehmen wir die Waffe mit? Ich hoffe schon, oder? Ja. Perfekt. Da sind sicher noch welche. Ja, spawnen gerade. Brauche ja eigentlich nur warten. Ui, der wollte mich gerade stunnen. Nein, ich kann nicht. Ich kann, wenn ich die Waffe in der Hand habe, nicht nicht zuschlagen. Oh, auf das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Da auch, dass man die Waffe ja doch nicht ständig zieht, sondern nur hin und wieder mal so ein schwerer Typ die fallen lässt. Denkt man dann halt im ersten Moment nicht dran. Okay. Alter, wie viele Leichen hier wieder rumliegen. Das ist ja wieder wunderbar, ein Traum. Richtig schönes Schnitzelfest hier. Okay, hier hinten kann ich da nicht rein? Ne. Alpha-Wand. Oder wir sind zu breit, das kann natürlich auch sein. Da ist nix. Wir müssen in den Aufzug rein, aber wir schauen natürlich, ob wir irgendwo noch Dinger finden. Wie heißt es? Audiologs. Aber in 2 hält sich eigentlich. Hält sich sehr in Grenzen und die Soldaten gehen auch. Also ich bin schon einmal aus Dummheit gestorben, aber das kann ja auch nur aus Dummheit passieren. Und halt, weil ich halt nicht aimen kann. Okay. Ja, ich will halt die Erfahrungspunkte mitnehmen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht wegen dem, wenn ich es nicht schaffe, bis ich das Spiel durchgespielt habe, alle 3 Extras freizuschalten, dann werde ich halt ein bisschen farmen und werde euch das dann im Nachhinein, dann werde ich noch ein extra Video kurz drüber machen. Und zeige euch dann noch, was bei den 3. Extras rauskommt. Ich glaube, das 2. Extra schaffen wir, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das 3. schaffen. Kommt von rechts, oder? Ja. Sieht sehr danach aus. Was? Ja, was war das? Warum hat das gerade so vibriert? Ich muss schon sagen, die KI ist echt nicht schlecht. Ja, immer diese Raketen überall. Was? Gleich mal in die Luft gesprengt. Ich spiele immer eher safer. Ich will nicht 15 Mal sterben, wenn es geht. Den haben wir auch. Ah, das waren alle. Okay. Da liegt noch eine Schrot, die wir nicht brauchen. Da liegt noch ein Freund von uns. Aber ganz ehrlich, die Menschen in dem Game sind wieder mal komplett zurückgeblieben. Komplett bescheuert. Da sagen schon die Vorus die ganze Zeit, sie sollen keine Waffen machen. Und was machen die? Sie machen geheim Waffen und glauben, dass es nicht rauskommt. Natürlich kommt das raus, wenn du damit rumspielst und rumexperimentierst. Es ist doch klar. Aber Menschen raffen das einfach nicht, weil Menschen dumm sind. Ganz einfach. Das ist unglaublich. Ah, das hätte ich zerstören können. Ich bin gespannt, ob dann noch irgendwelche Special Monster kommen. Also neue Special Monster.
muss schon sagen, ich finde die jetzigen schon recht heftig. Vor allem die dicken mit der Minigun. Der wurde ja richtig pulverisiert. Der kocht sogar noch. Ja, da wundert es mich auch nicht, warum die Augen noch offen sind. Den hat es einfach erwischt. Eiskalt. Machinery. Das wiederholt sich auch ständig. So, erstmal wieder Tür öffnen. Ja. Oh, geschafft. Wunderbar. Hallo. Irgendwelche Camouflage-Leute hier. Warum gehen die Schüsse teilweise durch? Ja, teilweise habe ich das Gefühl, dass diese Schutzdinger nichts bringen. Da unten sind fix noch welche, 100 pro. Oh, boah, manchmal bleibt man da einfach stecken. Aua. Bin fast tot. Vor allem mit der Waffe kann ich nicht auf... Alter. Oh nein, jetzt sterbe ich, oder? Diese Dinger dürfen mich nicht berühren. Ey, jetzt steh auf. Wechsle ich nochmal Waffe. Geh weg da. Ich will nicht von dir frittiert werden, wenn es geht. Habe ich alle erwischt? Diese Dinger sind schon wieder da. Gehen die mal weg. Ja. Diese komischen Spinnen, ich verstehe es nicht. Also ich weiß, was sie machen, ich bin nicht blöd, aber... Kommt die unendlich, oder? Okay, wir haben es geschafft. War schon eine schwere Geburt, muss ich sagen. Man merkt schon, dass die Level schwieriger werden, auf jeden Fall. Sie werden größer, sie werden geräumiger. Es kommen mehr Gegner, das sowieso. Muss ich da lang? Ich glaube, oder? Was hat mich denn da jetzt erwischt? Nee, da bin ich ganz schnell weg. Ich verstehe jetzt nämlich nicht ganz, von wo die jetzt überall kommen. Was trifft mich da ständig? Geh weg! Verpiss dich! So, der ist auch weg, sehr gut. Ich will nämlich nicht die Seiteneingänge verwenden. So, passt. Ich will nämlich nicht die Seiteneingänge verwenden, nicht, dass dann plötzlich die Tür zugeht. Alter, die können so einen Sprintsprung machen oder sowas, wie so Phasenrausch. Von den Kreaturen, die es ja gibt bei... Wie heißen die nochmal bei Diablo 3? Phasengleiter? Phasenkrieger? Irgendwie sowas. Oder am Anfang glaubst du, ein Game laggt, aber eigentlich machen die nur so einen Phasensprung. So, ich muss halt ganz schnell wieder hoch. Was trifft mich da immer?
Schau, da trifft mich schon wieder was. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, die hat ständig mit ihrer Spezialmuni rumballern. Da lebt halt noch eine. Da hinten hätte ich fast nicht gesehen. Ich habe aber halt schon wieder fast keine Muni mehr. Ah, okay, von der habe ich jetzt wieder was. Sehr gut. Da ist einer. Wo ist der? Kommt der gleich von oben ran, oder? Boah, ich komme da einfach nicht runter. Das geht einfach nicht. Weil ständig überall Typen sind. Das ist unfassbar. Uiui, das war knapp. Ich weiß, ich hätte ihn auch einfach schlagen können, dann wäre er gestorben, aber... Muss ich da jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich gerne mal runtergehen. Ich gehe mal runter. So, da hinten sind jetzt welche gespawnt. Entschuldigung. Ich schaue mich da jetzt mal kurz hier unten um, weil hier unten ist so eine große Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eins von diesen Audio-Logs bekommen. Hier ist schon mal nichts, aber es gibt hier ja noch einiges zum Erkunden. Irgendwo liegt da bestimmt eins rum. Das sind wieder ihre Energiezellen. Man muss da echt aufpassen, wenn man in so Ecken reingeht, dass man da nicht feststeckt. Da ist auch nichts. Ich dachte schon, das ist ein Audiolog, aber nee. Kann ich die mitnehmen? Ah, I zum Aufheben. Sehr geil. So, wir haben uns jetzt hier alles angesehen. Ich werde da mal kurz hochgehen noch und schauen. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, wir müssen schon diese Seitenräume verwenden. Weil da eben alles zu ist. Oh, wie komme ich denn da hin? Da komme ich sicher nicht hin. Ah, okay. Einfach über die Seite. Ich weiß gar nicht, was diese Boni machen. Kriegt man dadurch so einen kleinen Ding-Boost? Ich muss nämlich sagen, ich schaue da nie drauf, ob sich meine Punkte da erhöhen. So, wir können die Treppe hier auch verwenden. Ich weiß nicht, ob das groß was bringt, keine Ahnung. Aber... Ich muss schon sagen, ich bin leicht überfordert bei diesem riesigen Areal. Das ist nämlich echt groß. Größer als normal. Ah, okay, und das ist der, ich weiß schon. Achso, da schießt irgendwas auf mich. Zack, und da hat sie ihn erwischt. Kurz Nase kratzen. Zack, weg mit dir. Weg mit euch. Den hat sie auch erwischt. Den hier auch. Keine Ahnung, was ich da in die Luft gefetzt habe, aber... Der ist auch tot. Ah, okay, man kann von beiden Seiten... Ui, da schießt einer. Dann gehen wir schnell auf die andere Seite, wenn er jetzt nicht Position wechselt.
und erledigen den einfach von hinten. Ah, das ist so einer, so ein Flieger. Jetzt ist er tot, sehr gut. Fliegt er jetzt wunderbar in die Luft, sehr schön. Ich wundere jetzt, dass ich noch kein einziges Audiolog gefunden habe. Dadurch, dass halt die Schrift so mini ist, ist es halt auch... Okay, das kann wieder in die Luft fliegen, sehr schön. Ist halt natürlich ein bisschen schwierig, dann den geeigneten Winkel zu finden, damit man auch ein bisschen was lesen kann. Ja, ich meine, viele Spiele haben ja eh schon diese 4K-Anpassungen, das Spiel anscheinend ja nicht. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Werden wir da kurz durchgescannt. Ui, was ist denn das für eine riesige Halle? Schon wieder Endboss? Da. 39 Schuss haben wir noch. Das ist der Raketenwerfer, das heißt nichts Gutes. Ganz und gar nicht. Nee, ich muss sagen, bei so großen Arealen habe ich immer ein bisschen Bammel, dass da plötzlich wieder irgend so ein Riesenmonster ankommt und so meint, ja, ich zerquetsche dich jetzt, weil ich habe gerade Bock drauf. Und ich bin hier die nächste Sicherheitswache, die ich erledigen wird. Die anderen zwei vorher haben es ja nicht geschafft. Oh, das war nur ein Arbeiter, tut mir leid. Boah, ich fühle mich halt schon ein bisschen mies, weil ich halt alle Arbeiter töte. Aber auch, dass es nur ein Spiel ist. Und es gerade in diesem Spiel hier keine Auswirkungen hat. Denke ich mal, ist das nicht so wild. Ich glaube aber, ich habe schon irgendwas verpasst. Ich glaube, ich habe schon irgendein Audiolog vergessen. Ah, okay, dieses Ding schützt mich. Oh, wir haben einen erwischt. So, die werfen wir da jetzt weg. Lassen wir da mal ein bisschen liegen. So. Alter, voll getroffen mit der Rakete. Da hinten ist gleich noch einer, oder? Ja. Komm her. Wo bist du? Treff mich teilweise halt auch durch die Wand. Alter, wie viele da ankommen. Das waren jetzt alle, glaube ich, oder? Ja. Das waren jetzt alle. Jetzt sind wir nicht mehr so schwerfällig wie vorher. Jetzt können wir uns da auch wieder ein bisschen besser umsehen. Audiolog, Hallöchen. Da. War es das jetzt? Haben wir Ruhe? Ich hoffe, ich will mir jetzt die Audiolog anhören. Lasst mich bitte das anhören. Showed up in my quarters with a bottle of liquor. Still talking about someone who can go for days on end on digestible chemical compounds. She said there was no more place for her in Boris society. By deciding to hide our deception, she disgraced herself and was stripped of rank and position. And it's all my fault. She said
wish he doesn't hold it against me. That we all make the gravest of mistakes, and we refuse to see we've long passed the point of no return. And then collapsed. She's sleeping now. I look up at the silent mothership in low orbit. I just swap one bloodshed for another. Mädchen, das hättest du sowieso nicht verhindern können, weil die sowieso dann später die Vuchos angegriffen hätten. Hundertprozentig. Sie hat sich für die Vuchos eingesetzt, was ich gut finde, aber ich finde es nicht gut, dass wir jetzt einen Typen spielen, der da einfach Vuchos abschlachtet, weil wir ein Soldat sind, der nur Befehlen folgt und keinen eigenen Willen hat und nicht nachdenkt, was er hier tut. Das finde ich wieder gar nicht geil. Nee, bin ich gar kein Freund. Also ich meine, cool, es ist ein Shooter, es macht Laune, die abzuballern, aber eigentlich will ich das gar nicht, weil die ein sehr nettes Völkchen zu sein scheinen. Außer nicht vergessen, die Krieger sind halt hier die Kämpfer. Die verteidigen halt nur ihr Schiffchen. Ah, ich finde es gut, dass sie sich für die Vuchos eingesetzt hat und es den Kriegern gesagt hat. Weil sonst macht sie sich ja nur zum Mittäter und dann wird sie eh früher oder später abgeballert von denen. Ah ja, ich höre es schon wieder. Aua, aua. Kurz mal nachladen. Ich habe keine Muni mehr. Beide tot? Ich glaube, oder? Nee, nicht alle. Spawnen die jetzt da immer weiter, oder? Ah, nee, waren alle. Alles klar. Nee, ich will die nicht. Ich will die andere. Die ist mir weitaus lieber. Da haben wir nix, da ist auch nix. Wunderbar. Wir wollen ja nichts verpassen. Ich muss sagen, ich will schon wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der lebt halt noch. Oh, was ist das für ein Sound? Was ist denn das für ein Geräusch? Oh, bitte sag mir nicht, dass das ein Soundbug ist. Das wäre nicht so geil. Nee, bitte lass das kein Soundbug sein. Uiuiui. Nee, das klingt nicht gut. Ah, Sound ist aus. Sehr gut. War doch ein kleiner Bug. Er lebt halt noch. Jetzt ist er weg. Da liegt er in der Ecke. Alter, warum hat der so silber geleuchtet? Ich muss schauen, dass die Waffe nicht überhitzt. Ja, kommt noch jemand? Kommt mal ran hier. Einer ist so nach links geflüchtet. Oh, waren anscheinend jetzt schon alle. Okay. Ich weiß, ich spiele sehr defensiv, aber ich packe das bei dem Spiel einfach nicht anders. Ja, komm mal ran. Er lebt halt immer noch. Man könnte die wahrscheinlich auch abgesehen vom Kopfschuss einfach one-shotten. Was war das? Habt ihr das gehört? Das war so, da war so ein Piepsen. Aber hinter mir ist nichts explodiert. Oh,
Oh, ich glaube, ich habe die alle erwischt, oder? Sieht so aus. Alter, der Komplex hier ist so riesig. Oh, das tat sicher weh. Ja, der fliegt weg. Der hat Spaß. So eine kleine Minispinne wieder. Aber die war nicht rot, die war blau. Ich glaube, die blauen machen nichts. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber hier könnte eigentlich jederzeit irgendwas hochkommen und mich angreifen. Irgendwelche Raketenflieger oder sowas. Oder halt die zum Beispiel, die mich da ja die ganze Zeit, die diese Jetpacks umhaben. Die zum Beispiel, die könnten da einfach vom Boden kommen und mich angreifen. Fliegen einfach mit dem Jetpack hoch und greifen mich halt von dort an. Müsste ja eigentlich theoretisch auch funktionieren. Boah, schaut aber halt schon sehr Wahnsinn aus. Also die Grafik ist halt natürlich, weil ich auf Mittelspiel halt nicht ultra geil, aber ich finde sie trotzdem noch gut. Sieht dann natürlich bei gewissen Texturen, dass die schon, glaube ich, generell nicht gut sein sollen oder nicht gut aussehen, aber schon ein cooler Komplex hier. Muss man schon sagen. Oh, da schießt schon jemand auf mich. Ja, dass der erst jetzt stirbt. So, der ist auch weg. Ja, wenn er den halt in den Bauch schießt, drücken sie dann halt immer so ihren Brustkorb nach hinten und ihren Kopf nach vorne. Da machst du sehr oft automatisch einen Headshot einfach. Obwohl du nicht mal dorthin zielst. Aber wie die Luft dann so ein bisschen pulverisiert wird, wenn du mit der Waffe ballerst. Sehr interessant. Eieiei. Fehlt schon wieder das Licht. Das ist nicht so schön. Nope. I have multiple signatures coming in. Where? Oh nee, mehrere Signaturen nähern sich. Das ist nicht gut. Oh nein, nicht diese dummen Spinnen. Both you can't step on. What a nightmare. 10 secondary fire kill. Mega kill. Mega kill. Both barrels. Ich glaube, da fehlt noch eine Spinne, oder? Ja, diese Spinnen, wenn die alle auf mich drauf gesprungen wären, wäre ich tot gewesen, 100%ig. Da, hier. Kurz um Entdeckung gehen, weil ich nicht weiß, wo die Schüsse herkommen. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert und musste den finden. Den erkenne ich ganz gut, aber der andere hat mich halt ein bisschen wahnsinnig gemacht. Weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass er mich stunt. Dann hätte ich gesehen, von wo die Schüsse, also von wo der Stun kommt. Es wird dann ja immer beim Fadenkreuz angezeigt, ob die Schüsse von hinten seitlich oder vorne kommen. Okay, was war das jetzt? Kurzer Ruckler. Da ist nix, da ist auch nix. Da auch nicht. Guck mal da nach hinten? Ja, da kommt man sogar nach hinten. Schau mal, vielleicht ist da irgendwas. Nee. Alles klar, dann ab nach oben und ab weiter im Programm. So. Wie er auch noch seine Hände gehoben hat. Ich komme mal vor hier wie so ein Terrorist. Bin ich ja eigentlich auch. Och nee, das klingt nicht so toll. Eerie, huh? Bit late for a climactic horror moment, isn't it? Das stimmt.
Auf Horror hätte ich jetzt keinen Bock, weil das Spiel eh schon so anspruchsvoll ist. Bin ich kein Freund davon. Also Horrorspiele im Grunde ja schon, aber... Oh oh. Oh, das ist so eine Drohne wieder. Ah, okay. Perfekt, die sind weg. Die ist ja auch fast leer, die Waffe. Nee, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh, der Sprengstoff von dem. Der war über mir und ist dann gestorben. Ja, gut. So, ich will nämlich nicht von dem infiziert werden, wenn es geht. Ah, verwenden wir auch mal die Pistole, warum nicht? Alter. Pistole ist halt so für'n Arsch. Gut, der springt mal in die Luft. Kurz nachladen. Passt, der ist auch weg. Ich brauche definitiv Muni. Boah, gerade noch. Der lebt noch. Jetzt ist er weg. Puh. Die hat noch Muni, sehr gut. Wo sind wir denn hier wieder? Also da war nix. Nee. Was liegt denn da am Boden? Ah, das ist eine Strahlenkanone oder was das sein soll. I see the elevator. Where will it take me? Closer to the surface. You're shitting me. This ain't no moon landing, Iris. Don't worry, you're a pretty little jarhead. I found a spacesuit you'll like. Och nee, ich muss da einen Weltraumanzug anziehen. Nee, ich will da jetzt nicht den mit Schwerkraft und so. Okay, da komme ich leider nicht rein. Oh nee, auf Schwerkraftkämpfe habe ich ja gar keinen Bock, wenn die dann alle da so rumschweben, die Gegner. Och nee. Ich habe eh schon so Probleme bei den Fights. Ich immer glaube, ich sterbe gleich und dann gehe ich lieber in Deckung, bevor ich 50 mal sterbe. Eieiei, vor allem, woher weiß er eigentlich den Code? Haben alle Aufzüge die gleichen Codes? Hm, vielleicht. Kann ja durchaus sein. Weiß ich ja nicht. Zack. Zack, alle weg. Sehr gut. Der ist auch weg. Da ist noch einer. Sure wanna hit us hard. Any closer to finding out what ticked them off? I'm starting to make heads and tails out of it. And it ain't looking pretty. My report to SECOM won't be either. It's starting to make sense. Gotta keep looking for those logs. Nein, ich will nicht, dass du dann dort runterkommst, wo ich stehe. Damit ich dann wieder den ganzen Dreck fressen kann. Eieiei. Muss ich schon sagen. Ah, ein Sniper wieder.
Kein Interesse an der Sniper. So gar keins. Meine Nase kitzelt. Ach du meine Güte, was ist denn das? Was sind das? Sind das Sprengstoffe? Sind das so eine Art wie Atombomben oder? Okay, tut sich nichts. Wenn das so Pulverisierkugeln sind, dann lösen die sie halt, bis die da hinten sind, auf wahrscheinlich. Da ist nix. Na, ich muss schon sagen, ich bin gespannt, was mich da noch erwartet. Es liegen hier halt überall so viele Leichen rum. Da ist wieder ein Raketenwerfer. Ja, das ist ein Raketenwerfer. Okay. Na gut, hier ist nix. Dann ab geht's. Auch nix. Seeing a large open area, docking bay of sorts. Welcome change of scenery. Hold on, obstruction detected. Terrific. What kind? Oh, sie sagt gar nichts dazu. Sie sagt gar nicht, was für ein Hindernis entdeckt wurde. Das ist ja gar nicht geil. Aber so gar nicht. Och nee. Ich schau, das ist so ein riesiger Mech-Roboter. You wanna play rough? Let's play rough. Natürlich. A19 Kampfmech. Okay, ist wirklich ein Mech. Alter, das ist offenes Gelände. Shouldn't be effective at ground level. If by effective, you mean accurate? Not so much. Apparently a software glitch makes them go berserk and fire off salvos right and left. That's why the Boris never bothered to do anything about it. That big trash can's effective in its own right. Boah, ich muss auf jeden Fall Deckung haben, bevor mich das Ding da pulverisiert. Alter, ich hab nicht genug Muni mit. Liegt hier irgendwo Muni rum? Alter, Alter, Alter. Ah, ein bisschen Muni, das ist nett. Nein, 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 nein. Ich brauche Deckung. Ich bin nur ein halber Mann. Oh nein, er will sich jetzt regenerieren wieder. Was schießt er auf mich? Okay, diese komischen Dinger da. Toll. Komm, jetzt stirb. Wo ist denn da Munition? Da muss irgendwo doch noch Munition rumliegen, oder nicht? Da liegt nirgendwo Munition? Da liegt ein bisschen was. Da liegt was. Da liegt was.
Sehr gut. Nein, aua. Ah, nee, da bin ich weg. Tschüss. Oh nee, ich bin tot, oder? Er regeneriert sich jedes Mal. Und dieses Ding nicht kaputt. Oh ja, habe ich kaputt gemacht. Boah. Alter. Nein, ich will's nicht sterben. Was schießt er auf mich die ganze Zeit? Oh, das war dieses dumme Ding da oben. Alter Schwede, also ich muss diesen Baukran danach zerstören. Jetzt hält er wieder seinen Vortrag, Mann. Aber was hat mich das so geslowt? Okay, jetzt muss ich da abwarten. Komm, zerstört diesen dummen Arm. Okay, die Waffe ist leer. Ich hole mir gleich mal die Muni von da hinten. Ich habe gar keine Lust, dass der mir da jetzt irgendwie... Der hält auch nicht so viel aus, aber das Problem ist halt seine Regenerationsfähigkeit. Oh, jetzt. Uiuiui, schnell ausweichen. War jetzt wieder kurz geruckelt. Ah, das ist gar nicht gut. Schnell weg hier. So, er geht jetzt wieder reparieren. Warum geht das Ding nicht kaputt? Aua. Weg mit deinen dummen Raketen. Er geht schon wieder reparieren. Aber das kann doch nicht wahr sein. Schnell, lad nach. Nein, da ist ja noch eins. Nein. Boah, wie viele das sind. Warum gehen die durch ihn? Hä? Warum gingen die durch? Och Mann, ich schaff den nicht. Oh, ich bin jetzt schon durchgeschwitzt bis zum geht nicht mehr. Boah, ich bin nicht gut in Shooter, Mann. Macht es mir doch ein bisschen leichter. Schau, warum trifft ihn das nicht? Alter, wie dem das einfach keinen Schaden macht. Oh, jetzt gehen die Dinger da wieder weg. Wollt ihr mich verarschen?
Boah. So, was ist jetzt mit diesem Ding da? Kann man das schlagen? Okay, er hat 3 von diesen Dingern. Komm, irgendwas auf der Seite muss aufgehen. Oh Mann. Ich hätte gedacht, er geht schon. Regenerieren. So, geh da mal in die Mitte, damit du dann gleich anfängst, dich zu regenerieren. Ach toll. So, die Maschine kommt von da. Fuck, jetzt trifft mich gleich wieder alles. Power. Oh. Nein, ich sterbe jetzt schon. Weil ich nicht alles dodgen kann, das geht einfach nicht. Komm, 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 komm. Boah, also ganz ehrlich, ich bin echt froh, dass der gerade einen Bug hatte. Ich bin echt froh drum. Boah, das geht mir so auf die Nerven, wenn da plötzlich irgendwelche Gegner wieder von der Luft kommen, weil einfach Bosse... Wow, ich habe nur 1 von 3 Audio-Logs. Boah, ich habe mich überall umgesehen. Habe ich die alle übersehen oder... Oder bin ich dran vorbeigelaufen oder so? Boah, aber ganz ehrlich... Bosse sind einfach alles in fast jedem Game feige Hunde. Immer kommen irgendwelche Soldaten, die sie unterstützen. Nichts machen sie alleine. So ein dummer Trick. So, dann ab zum nächsten Level. Wow, das ging jetzt fast 1 Stunde. Krass.